Schön nochmal. Zwei Monate lang hat die türkische Armee gemeinsam mit ihren islamistischen Verbündeten vom Al-Nusra und ehemaligen Kämpfern des Islamischen Staates den nordsyrischen Kanton Afrin bombardiert. Mit ihrer Luftwaffe, mit der Artillerie und mit Zehntausenden von Soldaten und Islamisten hat die Türkei den Kanton Afrin angegriffen. Erdogan und seine faschistische Regierung behaupten, sie würden in Afrin, in Nordsyrien, den Terrorismus bekämpfen. Erdogan und die AKP und die MAP behaupten, sie würden in Nordsyrien die Sicherheit der Türkei verteidigen. Wir wissen, dass sie lügen. Wir wissen, dass das vorgeschobene Argumente einer faschistischen türkischen Regierung sind, die neo-osmanische Ambitionen verfolgt. Wir wissen, welche eigentlichen Ziele die Türkei heute in Nordsyrien mit der Besatzung Afrins verfolgt. Die Türkei hat Angst vor der Demokratisierung des Mittleren Ostens. Sie hat Angst vor dem Modellprojekt Demokratische Föderation Nordsyrien, von dem der nordsyrische Kanton Afrin ein Teil ist. Die Türkei hat Angst vor Basisdemokratie, sie hat Angst vor Frauenbefreiung und sie hat Angst vor Ökologie. Deswegen hält die Türkei gemeinsam mit Tausenden von Islamisten heute Afrin besetzt und dagegen leistet die YPG, die YPJ und alle verbündeten Kräfte, die sich unter dem Dach der KSD verbinden, dagegen leisten diese Kräfte erbitterten Widerstand. Heute ist Afrin besetzt, von nationalistischen, rassistischen türkischen Soldaten, besetzt von islamistischen Kämpfern, die sich nichts mehr als ein Kalifat in Nordsyrien herbeisehen. Wir als Demokratinnen und Demokraten, als Kurdinnen und Kurden können und werden das nicht akzeptieren. Genauso wie die YPG und die YPJ es gesagt hat, sagen auch wir, wir werden so lange Widerstand leisten, bis Afrin befreit ist und bis jeder einzelne Besatzer aus Afrin vertrieben ist. Wir tun das hier in Deutschland mit dem Wissen, dass wir in einem Land leben, das maßgeblich und direkt an dem Krieg gegen Afrin und an der Besatzung von Afrin beteiligt ist. Ohne die deutschen Leopard 2 Panzer von Rheinmetall, ohne die G3-Gewehre von Heckler und Koch und ohne die vielen weiteren Waffen könnte die türkische Armee heute Afrin nicht besetzen. Wir verurteilen die Politik der deutschen Bundesregierung. Wir verurteilen die Politik des deutschen Staates, der ganz offen und direkt in der Türkei ein faschistisches Regime stützt, der ein faschistisches Regime dabei unterstützt, den Mittleren Osten in Krieg und in Blut zu ertränken. Die kurdische Freiheitsbewegung und alle ihre verbündeten Kräfte setzen dem eine demokratische, eine friedliche, eine freiheitliche Alternative entgegen. Wir nennen das den demokratischen Konföderalismus. Und Araberinnen, Turkmeninnen, Assyrerinnen, Kurden, Tscherkessinnen, die verschiedenen Völker des Mittleren Ostens haben sich unserem Kampf und dem Projekt des demokratischen Konföderalismus bereits angeschlossen. Man wird diesen Kampf, diese Revolution und diese Befreiung nicht verhindern können. Da kann Erdogan noch so viele deutsche Panzer bestellen. In diesem Sinne sagen wir Schluss mit den Waffenexporten Deutschlands. Wir fordern eine Flugverbotszone für Nordsyrien und wir fordern alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land auf, sich solidarisch mit der Revolution in Nordsyrien und mit unserem Widerstand hier auf den deutschen Straßen zu zeigen. Deutsche Waffen raus aus Kurdistan! Deutsche Waffen raus aus Kurdistan! Wir schützen die Iranis raus aus Kurdistan!